Ah, ich sehe gerade schon. Ich kann von deinem Navigationssystem nur mein Schiff fernsteuern. Was soll denn das hier? Geh mal weg hier von meinem Chefsessel. Oh, ist das Vieh wieder da? Wir hatten das Vieh reingelassen. Kann ich irgendwie das rauskicken? Das weiß ich, also das leider nicht, aber du kannst, wenn du ein Tschüss. größeres Schiff hast mit einer unteren Etage, dein Vieh schön in der unteren Etage verbannen. Ja, verhungern soll's. Du könntest natürlich dir auch beim Terramart auf der Raumstation eine Hundehütte kaufen und die irgendwo platzieren, dann würde das Viech da die ganze Zeit rumlungern. Stimmt, habe ich gesehen. Ich kann mir auch einen Ball kaufen und eine Hundehütte, das stimmt. Ich weiß aber nicht mehr, Der wo ich Ball wird halt gewesen natürlich auch bin. von dem Viech verfolgt. Ich weiß nicht mehr, wo mein Startgebiet gewesen ist. Das ist so schade, weil ich habe da alles, und ja, vor allem alles. Aber ich würde gerne die Samen halt haben. Da gab es am Anfangsgebiet so viele Samen, die mir das Überleben sichern. Ich würde das gern schon noch irgendwie. Wir wissen, dass du zum Überleben Samen brauchst. Das sieht schon mal gut aus. Ich hoffe, das ist mein Planet. Ich gehe mal hier runter. Nö. Ist er nicht? Scheiße. Ah, Scheiße. Dann gehe ich mal zum nächsten. Aber es muss hier gewesen sein, oder doch nicht? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Muss Kann das dir hier nicht? natürlich gern mal gucken, dass ich dir hier irgendwas Lustiges von mitbringe. Ja, aber die ist auch nicht schlimm. Ich meine, ich werde schon auf irgendwelchen Planeten irgendwas finden. Zur Not, ich habe ja auch noch genug an Fleisch. Das kann ich ja auch mir immer wieder neu frisch zubereiten. Also verhungern werde ich jetzt erstmal nicht. Aber es wäre trotzdem schon cool. Ach, egal. Komm, dann suchen wir jetzt einfach mal irgendeinen Forest. Das ist ja auch das Ziel. Wir suchen Gentle Stars. Wir Gentle People und dann gehen wir einfach in den Gentle Forest. Genau. Und So, dann kannst farb du mich dir mal da ja aus. einen Homeplanet draus machen. Ein Home. Ein, ja. Like a Hobo. Ich werde mir erstmal irgendwas suchen, wo es nicht ganz so gefährlich ist. Also mein Wunsch ist ja immer noch, so eine Heimatplaneten zu finden, wo es halt wirklich mehr Biome gibt. Dass du einfach in einer, weiß nicht, so ein Waldgebiet, dann gehst du ein bisschen weiter, hast da irgendwas, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was es hier für Biome gibt. Also Wüste muss ich jetzt nicht unbedingt Auswendig haben. kenne ich die jetzt nicht alle. Temperate Star. Überall Temperate Stars. Wo sind hier die ganzen Gentle Stars? Und vor allem, wieso ist die Karte so komisch klein? War die nicht mal größer? Die wurden ein bisschen verändert, aber die ist immer noch gigantisch. Und ich habe dir hier jetzt mal so eine Flagge hingestellt, die kannst du dir abbauen und dann auf irgendeinen Planeten setzen. Muss Ja. sie dann nur noch benennen. Der bringt mir jetzt gar nichts. Hier, Gentle Star. Da gehe ich direkt mal hin. So, da haben wir Forest Populated, Lush und Lunar. Unexplored. Kann ich hier eigentlich wie bei No Man's Sky auch dem Planeten Namen geben? Du kannst, wenn du eine Flagge drauf platzierst, die Flagge benennen und so heißt dann der Planet im Teleporter. Oder man kauft sich einen Teleporter, den man platziert, den benennt man und dann heißt der Planet so. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein anderer User mal zufällig auf diesen Planeten stößt? Die ist so extrem gering. Ich sag mal so, wenn du alleine da rumspielst, ist die so gering, dass nur du auf der Map rum, dass du nur den Planeten finden kannst. Da. Dann hat ja die Namensgebung auch jetzt nicht so viel Sinn. Dann egal, dann gehen wir jetzt mal. Ist das hier Grunde Forest? ist dein Universum sowieso auf deiner Festplatte gespeichert. Ist das hier? Umbrasian-Nest. No orbiting bodies. Ist das Forest? Ist das Forest oder nicht? Moderate. Weiß ich nicht, aber du Sweet solltest dir Ding Moderate. dringend mal was zwischen die Kiemen schieben. Stimmt. Ist Forest. Ja, da gehe ich mal runter. Dann bin ich ja mal gespannt, ob wir da irgendwas Cooles finden. Aber bevor ich das mache, hast du recht, sollte ich erstmal was trainieren. Und vergiss nicht, zu diesem Planeten auch hinzufliegen. Da bin ich nicht, oder was? Nö, Tatsächlich bin ich. wir sind noch im freien Weltraum. Na, geh schon mal runter. Du kannst das ja ab. Ich komme danach.
Kannst du schon mal so den Weg finden? Mann, wo ist denn dieses komische Campfire? Da. Ich würde sowieso mal hier eins oben drin lassen. Da sollten sowieso viele, viele Sachen. Siehst du, das wollte ich ja auch noch. Die ganzen Sachen, die ich ja unten hatte, aufgebaut, die wollte ich ja auch hier oben noch mit hinstellen. Scheiße. Ich meine, das ist jetzt nicht so viel gewesen. Die ganzen Werkbänke und so weiter kann ich mir nochmal herstellen. Hast ja noch nichts upgegradet. Richtig. Ja, trotzdem nervig. Weil für den Anvil brauchte ich halt ein bisschen Eisen. Ich weiß nicht, ob ich so viel Eis noch habe. Notfalls kann ich da was beisteuern. Ich habe gerade gar nichts, weil ich gerade eben alles bei mir im Schiff eingelagert habe. Hier wird nichts geschenkt. Muss hier alles mühsam erarbeitet werden. Okay. Das ist wie im Hardcore-Modus. Wenn du eine Straße hast, dann hast du halt Pech. Dann, was ist das hier für eine Dose? Soda-Drink? Wo habe ich denn die her? Die habe ich dir nach dem ersten Boss zugeschmissen. Ein bisschen hier was essen, so Fleisch und Reis. So. Nom, 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 nom. Fall immer noch nicht voll, da kannst du mal sehen, wie viel ich hier essen muss. Dass der Wanst voll ist. Aber die Kartoffeln waren nicht schlecht. Ich glaube, davon konnte ich sogar zweimal abbeißen. Keine Ahnung. Von den Backkartoffeln. 7 Stück. Die sollten auch jetzt nicht so schnell vergammeln, hoffe ich. Okay, dann wollen wir zum Planeten. Aber eigentlich hatte ich den anvisiert. Kann er nochmal da drauf drücken? Du musst rechts klicken, um dahin zu fliegen. Ja, dachte ich, eigentlich hätte ich. Jetzt müssten wir aber. Also, wir sind zumindest in der Umlaufbahn. Kannst du erkennen? Ja. Mhm. Und dir wird jetzt auch auffallen, dass über den Beam-Down-Knopf der Deploy-Mech-Knopf erschienen ist. Mhm. Den würde ich an deiner Stelle mal benutzen. Ja, irgendwann später. Oh, das sieht cool aus. Guck mal, in der Hintergrund. Das kann ich mir schon vorstellen als zukünftige Heimatplaneten, wenn es nicht gerade hier regnen würde. Und du hast den Mech schon? Ist das schon aufgepowert? Das ist noch das Standardmodell als Jottel. Als Jottel. Ja. Fischpiepel. Einen Kopf drum machen, wenn der kaputt geht, muss er auch nicht. Der wird dann das nächste Mal, wenn du wieder im Raumschiff bist, kannst du dir den neu runter beamen. Oh, Steinmonster. Boah, die Steinmonster, die kenne ich auch schon. Sag mal, war es nicht so, dass die irgendwie die Gegner auch hier irgendwie per Zufall auch kreiert werden sollten? Das war vor einer Ewigkeit. Ach, ist nicht mehr so? Wurde weggepatcht, weil das aus irgendwelchen Gründen. Oh, das ist ja schade. Das heißt, es gibt halt nur so eine bestimmte Handvoll an Genotypen oder was? Ja. Ist aber immer noch zahlreicher als das, was man bei No Man's Sky hat. Das ist eine Aussage. Aber No Man's Sky ist ja dann trotzdem alles per Zufall. Können wir hier noch schön die Kohle mitnehmen? Na, ich hoffe, dass wir jetzt hier auch genau die Leute finden, die wir brauchen. Oh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nee, das ist wie beim ersten Mal gewesen ist. Und ich hier so 4 Planeten abgrasen muss, bis dann irgendwann mal so eine Stadt dieser Blumenmenschen existiert. Ja, immer noch besser, als sich die Bosse selbst bauen zu müssen. Wer macht denn sowas? Starbound-Spieler in der ersten Beta. Falls du dich erinnerst. Naja, selbst bauen, ich meine, der Roboter, ja, das war der einzige, den man bauen konnte. Skelettdrache, da musste man sich auch irgendwie einen Schrein für bauen. Zu dem bin ich nie gekommen. Aber ist doch cool, wenn man noch für einen Schrein bauen muss, ist doch gar nicht mal so schlecht. Finde ich gut. Und geht. Oh, nervig. Nein, ich bin gestorben. Fuck it. Ah, kannst dich ja direkt zu mir teleportieren, der vorsichtigeren Person. Fuck. Es war dunkel, ich habe den Gegner nicht gesehen. Vor allem, ich denke ja auch immer, dass ich mit meinem Schwert so overpowered bin, dass mir keiner hier das Wasser reichen kann. Ui, und in der alten Kiste ist eine Hessenmet-Hose. Hessenmet. Die gute alte Hessenmet-Hose. Hose. Kannst du dir noch da rausnehmen. Die Hessenmet-Hose. Deine ganzen Mats, die du da unten hast liegen lassen, die lasse ich aber auch mal schön da liegen. Ja, Pfoten weg, sag ich dir.
Oh, sonst kann der Blumen auch noch passieren. Zu werden. Ich hab doch gesagt, ich lass die liegen. 43 Minuten. Den Mist will ich eh nicht. Oh, und wisst ihr, was ich auch hasse? Wenn du die Sachen verloren hast, sind die alle wieder so völlig ungeordnet in deinem Inventar drin. Dann kannst du es zwar ordnen lassen, aber es ist ja nicht deine Ordnung, die du gerne hättest. Mhm. Und ich habe schon mal eine semi-positive Neuigkeit. Naja, wenn sie semi-positiv ist, dann ist sie ja auch semi-negativ. Ist das richtig? Mhm. Ich habe ein Schloss gefunden, aber... Aber? Es ist mein Stamm und nicht deins. Dein Stamm? Hilsch, People. Ja, toll. Können wir nicht gebrauchen. Nichts zum Scannen. Noch nicht. Kannst du dir aber ein Dings hinmachen. Hier, wie heißt das? So ein Teleporter-Ding. Oh, den Geist, guck mal, dass du den nicht tötest. Ich will den fangen. Du willst ihn fangen? Ja, Pokémon. Schnapp sie dir alle. Also meinen Segen hast du, aber mach hin. Denn ich kann für nichts garantieren. Ich hau die alle kaputt. Hast du ihn gefangen? Sah so aus. Jo. Hat er mit Gift geschossen? Poke! Ball! Flieg! Und was macht er jetzt für dich? Kämpft er oder der fliegt er einfach nur so los rum? Her, der fügt Gegnern Schaden zu und, ja. Na hier, kann er gleich mal seinen Artgenossen zu Leibe rücken. Ich wollte gerade bleib mal locker, ich habe nämlich noch einen Ball. Hätte ich dir auch eins fangen können. Ach, hol ich mir alles selber. Na dann schmeiß ich dir mal den Ball zu. Hol ich mir alles selber, hier wird nichts geschenkt. Na dann. Aber das Schloss sieht auch ziemlich geil aus, muss ich mal sagen. Hat ein bisschen was von Luigi's Mansion, so geisterhaft halt. Ja, davon mal ab, dass es ein japanisches Schloss ist. Ja. Es ist dunkel, man sieht das doch eh nicht. Hier eine Lampe. Sieht nicht aus wie eine japanische Lampe. Aber das hier schon. Oh, es würde mich auffallen. Ich habe natürlich auch meine ganzen Heilmittel verloren. Ja gut, als du da angekommen bist, solltest du die ja wiedergefunden haben. Ja, muss ich nur noch mal ausrüsten. Vorteilhaft wär's. Und ich habe auch das Bedürfnis, hier schon wieder alles abzubauen. Boah, mit dem Bedürfnis bist du bestimmt nicht alleine. Warum geht dir das dann auch so? Wenn ich eine Kiste sehe, ich gucke ja nicht rein, was drin ist. Ich baue die einfach ab, weil ich weiß, der Rest wird dann eh fallen gelassen. Und dann hau ich die Kisten einfach weg. Ja, also ich guck da lieber manchmal rein, weil oft hat man da ja auch irgendeinen Schrott drin, mit dem man nichts zu tun haben will. Egal, kannst verkaufen. Boah, ich habe eine Axt gefunden. Starslasher. Einhand 14. Nett. Ja, ich weiß nicht, ist die so nett? Voll, ne? Ich auch nicht. Ich meine, für einen Anfang bestimmt. Oh, die Kanone ist ja fett. Hätte schon viel eher testen sollen hier. Oh, fetten Radio mitnehmen. Fetten Radio, fettes Radio. So eine schöne Hund. Junge. So, ich gehe nochmal hier aus dem Schloss raus, weil so ein Schloss zu erkunden macht zwar Spaß, aber wir haben eine Mission. Looten und leveln. Ja, das auch. Genau das ist unsere Mission. Looten und leveln. Auch wenn es hier nicht wirklich was zu leveln gibt, aber hey. Looten und leveln. Oh, scheiße.
Mist, bin ich mir so weit vorgeschlagen. Mein Gott, vorgelaufen, nein. Boah, es sind aber auch viele Gegner. Soll ja auch nichts Leichtes sein, hier durchzuhuschen. Ja, kann keiner sagen, dass ich ihn nicht in den richtigen Planeten für uns rausgesucht habe. Voll die falsche Entscheidung. Wir sollen zu irgendwelchen Flora-Leuten. Was finden wir? Deine Truppe. Und dann noch in so einem Geisterschloss. Ah, die Florain werden wir hier bestimmt auch noch finden. Ist ja nicht gerade ein kleiner Planet. Oder doch? Wo bist du überhaupt? Ich bin noch im Schloss. Ich kapsel mir da gerade noch ein paar Sachen ab, von denen ich denke, dass die später hilfreich sein werden. Zum Scannen und so. Also ist doch noch so, dass man hier die Sachen einsammeln kann und dann darfst du die halt scannen. Oder wie? Ja. Oder meinst du, immer so ein bestimmtes Set an Sachen, die man scannen muss. Und wenn man halt sich die gleich von Anfang an mitnimmt, hat man natürlich den Vorteil, dass wenn man die scannen muss, die einfach nur platzieren muss, dann kann man sie scannen. Ich meine, ich weiß jetzt zwar auch nicht auswendig, was alles hier so zu den scannbaren Sachen dazugehört, aber einiges gibt bestimmt hier schon mit. Ey, hau mal ab. Du kannst ja schön oben den Dachboden erkunden. Alles, was hier unten zu finden ist, ist meins. Über den Dachboden habe ich schon erkundet. Hab schon nix. Dann würdest du mir nur noch den Rest der klauen. Aber Sigge, hier am Eingang den Gong zum Beispiel, der, das ist eins der Items, von denen weiß ich, dass die scannen werden musst. Scannen werden du musst? Oh ja. Scannen du musst oder drucken du nichts wirst. Ja, das sag ich ja. Mir, das sag ich mir auch mal auf Toilette. Ich könnte auch noch ein bisschen Kohle abbauen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch habe, weil mir gehen auch dann die Fackeln aus. Warte ich mal hier. Ja. Alternativ könnte man natürlich in so welchen Gebäuden auch die Lichtquellen aktivieren, die da schon vorhanden sind und einfach nur aus sind. Naja, ich werde dann nur jetzt nicht immer nur das Glück haben und irgendwelche Schlösser erkunden. Irgendwann geht es auch wieder in Richtung Erdkern. Oh ja. Ja, da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Licht. Na, hast du jetzt in dem Schloss irgendwas Cooles gefunden? Ich meine, da muss doch irgendeine fette Waffe drin gewesen sein. Eine Waffe nicht. Ich habe aber ein paar schöne Deko-Gegenstände gefunden. Deko? Eine Gong. Na, die Gong war ja auch überall drin. Gefunden ist gut. In jedem zweiten Raum war die Gong. Eine Samurai-Statue. Ja, die ist schön. Oh, das ist cool. 3 Hattori Hansos. Oh, wie geil. Und als ich den Geist gefangen habe, wurde mir wohl hier so eine Minifigur davon mitgedroppt. Ach, als Belohnung? Das ist auch cool. Setz mal hin, will ich mir mal gucken. Die kennt man so schlecht, müsste man ranzoomen. Ja, die steckt hier auch halbwegs im Gras. Hier hast du jetzt zum Beispiel eine typische Florain-Struktur. Opfergabe. Aber kann die ist nur blau. Stimmt, ist nur blau. Und da unten da, hier haben wir schon einen Typen, der anquatschen kann hier. Floran, willkommen zu Store. What's Stimpak? A Stimpak von der White Liquid grants brief that powerful regeneration. Lohnt sich das? Ich würde mal gucken, ob die Mercenary Breastplate vielleicht was für dich ist. 25% mehr Schaden und 12,5 Schutz. Ich habe genau das gleiche. Habe ich ja schon. Ist genau das, was ich habe. So, und da ich mir jetzt Gutes anbieten kann, welchen ummoxen. Schatten über dein Haupt, du hast Schatten über die Florana gebracht. Tschüss. Pum, 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 pum. Pum, pum. Macht er nicht, na egal. Ich werde mal hier noch ein bisschen... buddeln. Naja, buddeln ist so viel gesagt, aber hier diese lianenartigen Gewächse werde ich mir abjacken, denn ich brauche ein bisschen Heilung wieder zukünftig. Ich habe keine... Ja, dann gewöhne dir aber bitte an, daraus Bandagen zu bauen und nicht die Salben. Die Salben sind so ineffizient.
Und wie kriegt ihr hin? Die bessere Stufe? Muss ich da nicht irgendwas auch schon upgraden oder so? Ja, kann sein, dass man sich da so einen Medizinertisch bauen muss. Was hier? Weiß ich gerade nicht. Oh, Pineapple Seed! Ich liebe Pineapple, aber wieso sind die auf dem Boden? Weil das Pflanzen sind, die halt irgendwie im Boden wachsen. Ananas im Boden? Ja gut, die Dinger wachsen halt auf dem Stamm, der aus dem Boden wächst. Okay, lassen wir das mal so stehen. Oh, hier dicken, fetten Bäume. Ich will auch so einen riesen Baumstamm haben. Das ist cool. Warte mal, den muss ich mal abholzen. Geht das überhaupt? Ne, geht nicht wahr. Schade. Na toll, es war schon ein Floranum. Was ist? Nüscht ist. Und du bist schon wieder weiter. Naja. Die paar Meter. Gut, dass du die Vorarbeit gelassen hast und der finale Schlag wurde schon durch mich ausgeführt. Schade, dass sie nichts haben droppen lassen. Boah, Fleisch. Oh, mal gucken, was auf dem Turm für ein Zeug in der Truhe ist. Ah, Pixel. Spielst du eigentlich auch hier so Survival? Ja. Jetzt müsste ich zum Beispiel was futtern, weil mir langsam die Hungerleiste groß wird. Ich glaube, haben wir wohl ein bisschen auch mal schön mit. Ein Hühnern. Naja, gut. Der Giftschaden, Alter. Ach, jetzt wo ich den Schaden aussehe, da fällt mir ein, ich finde das übelst cool, dass bei Monster Hunter für die PlayStation 4 es auch Schadenszahlen geben wird. Okay. Das finde ich gut. Als ich das gesehen habe in so einem Gameplay-Video, da habe ich mir gedacht, ach geil. Das habe ich auch immer wieder bemängelt. Ich weiß nur, dass jetzt im nächsten Monster Hunter-Spiel auch für die Switch rauskommen wird. Eine Demo ist schon draußen im japanischen Store. Okay, und was ist das für eine Art Teil? Ist das ja dieser Rollenspielteil, den es auch dann für den DS gibt? Oder ist das dann wirklich so ein richtiger Monster Hunter, wie man es kennt? Richtiges Monster Hunter-Spiel. Kein Spin-Off. Ja, damals für die Wii U war es auch cool, weil halt die Grafik sehr hübsch war. Nicht immer nur auf dem DS halt, auch mal für die Wii U. Da fand ich es auch schade, dass man da nicht irgendwie noch ein neues Spiel rausgebracht hat. So einen kleinen Nachfolger. Aber haben die auch erklärt, das ist halt so mit den Absatzzahlen. Die meisten Leute spielen es halt nur für den DS, deswegen hat sich für die Wii U das nie gelohnt. Mhm. Was das schade gewesen ist. Und vor allem die Switch. Da muss ich auch so lachen. Als ich heute nochmal bei Saturn gewesen bin, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht sogar schon Warriors All-Star Feuer gibt, kann natürlich auch sein. Da bin ich auch an diesen Konsolenständen vorbeigelaufen. Und es sieht schon witzig aus, wenn man so vor der Switch steht, man gar nicht so auf den Preis achtet, aber man steht so vor den Spielen. Und es gibt gefühlt so vier Stück. Vier Stück, die mitverkauft werden, ja. Ja, das meiste wird leider irgendwie nur noch in dem E-Shop rausgebracht. Das ist doch so scheiße. Da stehst du davor und fragst dich, warum sollte ich mir jetzt eine Switch kaufen? Es gibt da nur vier Spiele. Wie lange ist das Ding draußen? Sechs Monate schon. Und vor allem, haben die nicht auch bei Release? Ich weiß nicht, als ich da die Switch auch verfolgt hatte, mir ist so, als ob die viel, viel mehr Spiele angekündigt hatten, auch für dieses Jahr. Wo sind denn die alle? Das sind auch für alles viel mehr Spiele, nur die meisten Spiele, die werden nicht mehr als Cartridge angeboten. Ah, ist ja blöd, ey. Das sind nur noch die ganzen großen Spiele, da kriegst du eine Cartridge und dann musst du nicht so viele Sachen auf den internen Speicher von gerade mal irgendwie 32 GB ablegen. Weil man liest davon auch so wenig, oder ist es dann einfach nur, weil man sich da halt zu wenig informiert auch selber? Ja, die meiste Werbung für Switch-Spiele, die wird ja leider nur noch in diesen komischen Switch-News-Ding reingehauen. Na, aber trotzdem, ich meine, ich habe ja Nintendo abonniert. Und da kriege ich ja alle Informationen zu irgendwelchen neuen Spielen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da mal irgendwann so ein Switch-Spiel an Info bekommen habe. Es sind immer nur 3DS-Spiele,
die mir dann als E-Mail verpackt werden. Was ich ja schön komisch finde, aber wo sind die ganzen Switch-Titel? Also ich kann nur sagen, für den Nintendo YouTube-Channel, da gibt es genug Switch-Spiele, die da geteasert haben. Okay. Ui, oh, fuck, Waden, fuck! Und du warst natürlich wieder zu übereifrig. Nicht übereifrig, ich bin aus der Not heraus, aus dem Schock heraus, kann man sagen. Ja, habe ich einfach auf den Sprung-Button gedrückt und leider war das aber schon noch ganz oben. Das heißt, ich hatte diesen Doppelsprung schon leider verschwendet und dann war ich in der Mitte des Geschehens, da war es schon zu spät. Ich bräuchte quasi einen Dreifachsprung. Auf jeden Fall, wenn du dich jetzt zu mir teleportierst, hast du hier direkt so einen grünen Flow-Range-Schrank stehen. Was, ein Flow-Range? Ich will keine Flow-Farben haben. Ja, nee, nicht Flow-Range, Flow-Rain. Diese Pflanzen, Blumen, Typen. Du. Ich geh mal kurz nach unten hier. So. Ist das scheiße. Gibt's eigentlich noch diese richtig fetten großen Viecher? Also die ab und zu mal so in einer. Ein paar Gegner gibt, die sind was größer als die normalen, aber ich meine jetzt so diese ganz großen Viecher, da habe ich jetzt die letzten paar hundert Stunden, die ich das Spiel hier gespielt habe, auch keine mehr gesehen. Boah, voll übertrieben, ein paar hundert Stunden. Oh hier, das Ding ist grün, ich kann scannen. Ja, das habe ich gerade gesagt. Ach so. Habe ich selbst rausgefunden. Oh, genau, hier ist noch so ein grünes Totem-Horn-Ding auf der anderen Seite der Schlucht, aber da können wir später noch hinkommen, weil erstmal gibt es hier unten die Höhle zu erkunden. Oh, mir brennt voll mein Auge Zeug jetzt. Scannen drin. Ich glaube, ich habe mir irgendwie ins Auge gefasst und mein Finger, der muss vorher dreckig gewesen sein. Jetzt brennt mein Auge. Ja, sowas passiert natürlich gern, wenn man sich nicht die Finger wäscht. Nee, mache ich nie. Ich hatte auch generell nichts von Duschen. Ja, als Gamer duschen, das ist schon kriminell. Ich habe mal gelesen, dass es auch generell so ist, für diejenigen, die sich gefragt haben, was passiert eigentlich mit den Haaren, wenn man die nicht waschen sollte. Ja, bei mir ist es so, wenn kennt ja jeder, man steht so auf früh und die Haare sehen aus, total platt gelegen, man sieht aus wie so ein frisch geschlüpftes Baby. Aber wenn man da wohl so eine Woche das so hinnimmt und sich dann die Haare nur mit Wasser wäscht, dann werden sich die Haare daran gewöhnen. Und dann sehen die wieder so ein bisschen fluffig aus. Ist das nicht krass? Ja, im Grunde alles, was das Haar braucht, produziert ja die Kopfhaut, diese Öle. Ja, genau. Und durch das ständige Waschen, man ist es ja, also der Mensch ist es ja gewohnt, ständig das zu waschen. Und daran hat sich die Kopfhaut eben auch dann angepasst. Und dann wurde es nämlich am Anfang viel mehr Öl produzieren, deswegen sehen die auch so glitschig aus. Und dann irgendwann wurde sich das aber mit der Zeit wieder relativieren. Mhm. Völlig faszinierend. So ähnlich ist das auch mit dem Immunsystem. So, aber was mach ich jetzt mit meinem Auge? Scheiße, was war? Ja, da hast du reingestochen, also. Reingestochen. War dumm, shit happens. Mein Bestiegefinder. Hoffentlich nicht nochmal. Ja, ich hätte mir und vielleicht. Und wenn doch, dann hoffentlich nur aus irgendwelchen. Naja, ich hätte mir vielleicht. Fetischgründen, nicht, die du eventuell hast. Nee, ich hätte mir vielleicht nicht einfach mit genau dem Finger den Po erwischen sollen. Ja, sowas ist natürlich auch noch böse. Oh, und schon genug das Auge. Oh. So, mal gucken. Jetzt brauche ich so eine Augenklappe. So eine Piraten-Augenklappe. Ja, in dem Spiel hier gibt es sogar eine. Die draufdrückt. So, habe ich jetzt irgendwas übersehen hier an grünen Sachen? Bestimmt, also da gab es gerade eben echt? Zwei so. Da gab es so ein Bild an der Wand, das war grün. Bild an der Wand? Dann gab es da noch zwei komische Gefäße, die waren grün. Nö, bei mir waren die Gefäße aber nicht grün. So weit im Grunde so knochenweiße Krüge. Was ist das? Die habe ich gesehen. Aber du sicher, dass wir noch auf derselben Welt sind? Da oben links. Ach doch, bei da sind sie. Angezeigt wird, dass da so eine gelbe Nadel nach oben links zeigt. Bei mir zeigt die gelbe Nadel eher in die Hauptschlagader. Nee, das war die graue Nadel. So, hier geht's nach oben. Hier ist ein Pilz. Pilze. Na dann guten Appetit. Kurz mal aber nicht Pilz so welche schlecken. Essen wie diese Einwanderer, die sich da vergiftet haben. Diese Einwanderer? Ich kenne keine Einwanderer, die Pilze gegessen haben. Gibt es Einwanderer, die schlechte Pilze gasen? Achso, oder was? Ja, da war letztens was in den Nachrichten. Da hat sich eine Familie vergiftet, die Mutter ist tot, der Vater, der ist noch nicht tot und die zwei Kinder, die brauchen jeweils eine neue Leber. Boah,
Eine neue nur Leber. Nur weil die einen falschen Pilz gegessen haben. Eine neue Leber? Kann man einfach so eine Leber austauschen? Noch nie was von einer Transplantation gehört. Ja, aber von was denn für eine Leber? Ich meine, der Mensch hat ja nur eine Leber. Oder reicht da irgend so eine Schweineleber oder sowas? Das sollte reichen, wenn man irgendwie so ein Stück Gewebe hat, um das Rest, um die restliche Leber, glaube ich, zu reinigen oder so. Keine Ahnung. Ich kenne mich da alles nicht aus. Bin kein Chirurg. Stacheln. Was ist denn überhaupt? Sehe ich gar nicht. Weiter unten. Aber wenn du die ganze Zeit nur mit dem Finger im Auge rumstocherst, ist das kein Wunder, dass du nicht hinein. Ja, das ist ja kein Wunder. Ich meine, klar, jetzt ist mein rechtes Auge erstmal abgeschottet und mein linkes ist offen. Also laufe ich auch die ganze Zeit nur nach links, weil rechts sehe ich ja nichts. Verlogisch. Was haben wir hier? Ich glaube nicht, dass stereovisuelle Sicht so funktioniert. wenn du sagst, du bist unten, dann geh ich mal hier nach rechts. Aber es ist schön ruhig, hier sind so keine Gegner, hier ist alles so friedlich, die Musik ist so schön. Kein Wunder, dass du keine Gegner findest, ich mach die auch alle kalt. Ja, deswegen finde ich auch keinen Loot. Alle Truhen sind leer. Na, das mit den Truhen hat andere Gründe. Ja, nicht weil du die schon geholt hast, natürlich. Wer es glaubt. Vom die riesenfetten Truhen, ey, das sind 24 Platztruhen, da wird ja wohl mindestens ein Gegenstand drin gewesen sein. Die Truhe ist der Schatz. Ja, und der Weg ist das Ziel. Genau. Die Truhe ist der Schatz. Oh, hier, das ist ein Alien. Das ist ein Alien. Sieht aus wie so ein ekelhafter Riesenwurm. Schleimgedöns. Ja, ich habe noch ein paar Speere. Wenn der nicht springt, kann ich ihn abschießen, wa? Ich denke. Ah, ist auch schon weg. Der erste Loot, 15 Pixel. Ich habe eine Plagenmeistermaske gefunden. Eine Plagenmeistermaske? Ja, das ist so ein 16. Jahrhundert Doktormaske mit dieser langen Nase. Was? Da unten? Lange Nase? Pinocchio. Hier da oben. Das ist grün! Was? How curious. I need to cross reference this. Oh, hat sich am Balken gar nichts getan. Das ist vielleicht so gefühlt ein Sechstel. Ein Sechstel. Ja, das Ding ist nice. Das Ding musst du scannen. Hab ich schon. Das hat bei mir jetzt nämlich gerade einen ordentlichen Schub verpasst. Ah, ist was anderes. Oh, tatsächlich. Das hat einen Riesenschub gemacht. Komplett die Hälfte. Jetzt fehlt noch ungefähr ein Drittel. Schon zu Ende. Jetzt fehlt ungefähr nur noch ein Drittel. Und weil ich es noch nicht gesagt habe, es fehlt ungefähr nur noch ein Drittel. Mhm. Bei mir auch. So, und du hast die Truhe noch nicht mitgenommen, oder? Nur noch mal eine ordentliche Stadt oder so. Nee, lass mich raten. Du hast die Truhe zwar schon gefunden, aber du hast das nicht gelootet. Nicht alles. Ich habe mir die Maske rausgeholt. Pink-Eye-Parasit. Die sieht cool aus. Ja, ein grüner Afro, der passt zu deinem Charakter. Ja, nehme ich mal. Obwohl ich... Also ich finde immer noch, der Polizeihut ist das Beste, was ich jemals hier bei Starbound gefunden habe. Fest. Der hat so richtig schönen Style. Und unten gibt es nichts mehr? Das war's? Ne. Also was hast du da? Die Maske ist ja auch cool. Richtige Hexenmaske. Ja, nicht Hexenmaske, so ein... Ich wollte sagen... Arzt. Henry-Maske, wollte ich sagen. Oh, jetzt erstmal gucken, wie man hier wieder hochkommt. Da baue ich mir halt einen Weg nach oben. Ach, die Musik so schön. Dem kann ich nicht widersprechen. So, jetzt wird es aber Zeit, dass ich mir auch mal hier einen Weg nach oben bahne. So, mein Auge hat sich, glaube ich, langsam beruhigt. Hat kein Wasser mehr drin. Ausgetrocknet.
du bist noch weiter unten. Oh ja, ich muss mal hier meine ganzen Sachen. Kann ich auch mal mein Inventar managen? Meine Items muss ich erstmal hier neu strukturieren. Vielleicht gehe ich auch einfach ein bisschen weiter nach unten. So richtig schön tief rein. Wie beim Doktor. Schön tief rein. In die Erde. Aber ich finde schön, dass wir zumindest hier unten ein Plakat gefunden haben, was uns einen ordentlichen Schub gab. Jo. Was nun? Das ist Sandbricks. Ich habe Sand gefunden. Hast du Sand fallen lassen? Ja, ich habe ein paar Blöcke weggeschmissen. Ich habe offensichtlich Sand bisher noch nicht einmal gefunden. Neue Crafting-Rezepte gelernt? Hm. Ja. Yeah. Na, wenn wir Glück haben, ist ja neben dem Dungeon noch irgendwo so eine Stadt. Ja, wenn wir Glück haben. Oh Mist. Du hast es geschafft, ich nicht. Ja, Timing, Timing, Timing. Nee, du hast einfach nur einen besseren Doppelsprung. Das ist der einzige Grund. Oh ja. Ich habe zwar noch keinen aufgerüstet, aber ich habe einen besseren. Wie viele Tech-Module da habe ich eigentlich inzwischen? Ja, 7. Fehlt noch einer. Nur 7? Du bist doch hier Meister des Cheatens. Du hast doch da bestimmt eine Null vergessen. Cheater. Ich bin ein Organisierer. Du bist ein Chatter. Ja, das auch. So, mal hier ein paar Bondages. Solange du nachher nicht so komisch Wingardium Leviosa ankommst. Schöner Harry Potter-Style. So, ich bin draußen. Die Welt hat mich wieder. Juhu. Oh Gott, nee. Ich bin wieder da, die Ghostbusters. Los, weiter nach rechts. Schung, 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 schung. Oh, Dauerspam hier. Feuer, 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 Feuer. Dann denke ich sofort wieder an Senua's Sacrifice. Mit diesem Türglitch. Pushen, 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 pushen. Oh, drück. Ich heile mich jetzt hier erstmal im Heilwasser. Mach das, ich mir auch. Noch ein bisschen was von mit. Ich auch. Und in der Zwischenzeit ertrinke ich direkt mal. Meine Wunden sind zwar geheilt, aber der Körper ist ersoffen. Schade, dass hier im Brunnen keine Truhe versteckt ist. Passiert ja auch häufig. Sie hatte den schönsten Totenkörper. Hier, die Sachen natürlich mitnehmen. Sofort hier ein paar Samen mitnehmen. Was, Zucker oder was? Ja, Sugar. Sugar Daddy. Woher kommt die Musik? Hat ein bisschen was von Mega Man. Oder wie? Hm?